Und deshalb habe ich das heute auch hier zum Thema, um dich wirklich wach zu rütteln, dass du wirklich alles, was bislang so in deinem Leben ist und war, auch in deinem Umfeld, du bist ja auf einem anderen Weg. Du willst mehr in deinem Leben erreichen. Und das ist auch gut so, sonst wärst du ja nicht hier in der Gruppe. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, mal das alles unter diesen Aspekten zu sehen, was du als normal bislang angesehen hast und was dein Kopf jetzt in Frage stellt und dir vielleicht sagt, das geht nicht, weil und. Dass alles für dich möglich ist, weil du verkörperte Energie der Liebe bist, weil du göttlich bist. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Dieser Tag ist voller Freude und du darfst auch glücklich sein. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Tag 28 unserer Seelenfreude-Challenge hier. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du hier in der Gruppe bist. Und das heutige Thema ist die Frage an dich: Wer bist du? Wenn ich dich frage, wer bist du? Und ich weiß jetzt nicht, wie schnell hier der Chat ist. Schreib mir mal rein, was du mir dann antwortest. Wer bist du? Ich denke mal, die meisten, mich eingenommen, wenn sie gefragt werden, wer bist du, wenn man sich irgendwo vorstellt, hallo liebe Evelyn, wunderschönen guten Morgen, dann sagt man seinen Namen. Ja? Weil mit seinem Namen identifiziert man sich. Kommt wohl kaum einer auf die Idee zu sagen, ich bin ein göttliches Wesen, ich bin ein Teil des Ganzen. Das wird sich wohl kaum jemand trauen. Inklusive mir. Vielleicht wäre mir so absolut der Schalk im Nacken. Ups, was ist jetzt los? Nochmal umdrehen. So, der Kamera sitzt jetzt gerade der Schalk im Nacken. Wenn mir so absolut der Schalk im Nacken hocken würde, kommt schon mal vor, dann mache ich schon mal solche Dinge. Dann könnte ich schon mal auf die Idee kommen und zu sagen, ich bin ein göttliches Wesen, ich bin ein Teil des Ganzen. Mir fällt da gerade so eine Begebenheit ein, wo ich in der Richtung einfach drauf war. Da geht es im Groben um die Versicherungsbranche und ja, eine Branche, wo sehr viel einfach auch mit Ängsten gearbeitet wird. Und da ging es darum, einen Abschluss zu machen. Die haben die Leute da auf der Straße angesprochen und der war irgendwie so ein bisschen aufdringlich in dem Moment und wollte mir dann sagen, ja, was machen Sie denn, wenn? Wenn dies und jenes. Und da habe ich gesagt, ich habe Gottvertrauen. Von irgendwo kommt immer Hilfe her. Der hat sich natürlich total über mich lustig gemacht. Aber letzten Endes ist es so, wenn du Gottvertrauen hast, kleine Anekdote noch dazu, zu deiner Rückenstärkung, Gottvertrauen zu haben, weil ich diese Versicherung da einfach nicht abgeschlossen habe. Ich möchte jetzt nicht sagen, welche, auch nicht die Firma nennen, um da irgendjemanden anzukreiden oder was. Und ich bin auch kein Maßstab, ich inspiriere dich ja hier nur in diese Richtung. Du darfst ja selbst für dich herausfinden, was für dich stimmig ist und was für dich nicht stimmig ist. Ich möchte dich ja nur inspirieren. Und zwar war ich mal, das ist schon viele Jahre her auch, zum Tanken und auf dem Weg in diese Tankstelle habe ich irgendwas knallen gehört. Mir war da nichts bei gedacht, getankt und als ich dann wegfahren wollte, habe ich gemerkt, Auto fährt so komisch. Und dann habe ich mir eine Nadel gefangen. Ich war so etwa 30 Kilometer von zu Hause weg. Das war noch zu einer Zeit, wo die Kinder noch recht klein waren, wo ich die auch noch irgendwo abholen musste. Ja, und dann stand ich dann da eben mit Gottvertrauen und dachte dann, okay, liebes Universum, ich habe kürzlich erzählt, ich habe Gottvertrauen. Bin mal gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. Jetzt schick mir mal bitte jemanden. Weil ich bin da natürlich in die Tankstelle rein, da war nur ein junger Mann, Student, der dort Dienst hatte und Werkzeug oder mir irgendwie Reifenwechsel war nicht und ich sowieso nicht. Ich bin verkörperte Energie der Liebe. Sehr gut, liebe Evelyn. Guten Morgen, liebe Hilke. Und der konnte mir halt definitiv nicht weiterhelfen. Und dann dachte ich, okay, liebes Universum, jetzt bitte,
Wie geht es jetzt hier weiter? Erste Variante, meinen Mann angerufen und ihm gesagt, du musst irgendwie umorganisieren, Kinder müssen abgeholt werden, ich stehe hier in der Stadt und komme nicht weiter, Reifenblatt. Und als ich dann so da stand, und das war wirklich nur 2, 3 Minuten später, kam ein Mann um die Ecke mit einem Werkzeugkoffer. Mein erster Gedanke war, der kommt jetzt zu mir. Ich weiß nicht warum, aber in der Tat kam er zu mir, hatte einen Werkzeugkoffer dabei. Da waren so Hochhäuser um diese Tankstelle in der Nähe, Wohnhochhäuser. Und er sagte, ich habe aus dem Fenster gerade beobachtet, dass Sie einen Platten haben und den haben Sie sich wohl geholt, als Sie hier in die Tankstelle rein sind. Da dachte ich, ich darf Ihnen helfen. Guten Morgen, liebe Gabi. Das ist Gottvertrauen, dass du immer irgendwo Hilfe bekommst, dass du geführt wirst, dass du gelenkt wirst. So, und er hat dann seinen Koffer da ausgepackt, hat sogar so einen Wagenheber, weiß ich jetzt gar nicht mehr, hatten wir meinen, sowas hat man ja normal dann im Auto. Selbst wenn ich den nicht im Auto gehabt hätte, irgendwo wäre dann auch noch ein Wagenheber hergekommen, hat mir den Reifen gewechselt und weiß nicht, eine halbe Stunde später konnte ich weiterfahren. Das hat was mit Vertrauen ins Leben zu tun. Und andere schließen, habe ich ja früher auch gemacht. Und bitte, kein Maßstab. Lausch in dich hinein, was für dich stimmig ist. Nur für mich ist das nicht stimmig. Ich erzähle dir jetzt einfach nur aus meinem Leben. Ich habe einfach bis auf die Versicherungen, die Pflicht sind, wie zum Beispiel eine Kfz-Versicherung, ohne die bekommst du ja kein Auto hier angemeldet. Also was einfach Pflicht ist, das habe ich noch. Aber ansonsten habe ich mich von allem getrennt. Von komplett wirklich allem. Ich glaube, das ist somit das Einzige, was ich überhaupt noch habe an Versicherungen. Ja, okay. Jetzt bin ich aber abgewichen vom Thema ein bisschen. Wer bist du? Evelyn hat geschrieben, ich bin verkörperte Energie der Liebe. Das ist richtig. Und ich habe eben gesagt, wenn ich mal so richtig gut drauf bin, dann könnte ich auch schon mal sagen, ich bin ein Teil des Ganzen, ich bin göttlich, bin ein Teil von Gott. Aber die meisten sagen ja da, und da gehöre ich ja auch meistens dazu, wenn man mich fragt, wer bin ich, dass ich meinen Namen sage. Wenn jemand weiter bohrt, dann sagt man vielleicht noch seinen Beruf. Aber wenn dann noch jemand weiter bohrt, und erst dann kommen die meisten ja auch erst auf die Idee, mal drüber nachzudenken, wer bin ich denn wirklich? Evelyn, bei dir weiß ich, du bist ja schon auf einem anderen Stand und hast dich schon viel, viel mehr mit diesen Dingen beschäftigt. Deshalb kommt dir spontan der Gedanke, verkörperte Energie der Liebe. Und letzten Endes sind wir das doch alle. Wir sind doch alle ein Teil des Ganzen. Wir sind göttliche, unendlich große Wesen. Und was ist so letzten Endes aber aus den meisten Menschen geworden, wenn du so durch die Straßen gehst, den Menschen mal in die Augen schaust? Ich bin gestern längere Zeit noch durch Wien gelaufen und habe mal so bewusst den Menschen, ja, man kann den meisten gar nicht mal so richtig in die Augen gucken, weil sie einfach mit trüben Blicken entweder nach unten gucken oder in ihr Handy reingucken, aber auch junge Menschen schon, wenn du die anschaust, wie leer sind die Blicke da schon, weil einfach schon so viele Prägungen da sind des Funktionierens. Und so sind wir einfach konditioniert worden im Laufe der Jahre. Wir haben gelernt, einen Berufsabschluss zu machen, damit wir irgendwas in der Hand haben. Und wir haben gelernt, dass es normal ist, 1, 2, 3.000 Euro, 4.000 Euro vielleicht noch im Monat zu verdienen. Und wir haben gelernt, als wir dann das Elternhaus verlassen haben, uns eine Wohnung einzurichten, uns vielleicht auch einen Kredit aufzunehmen, also Schulden zu machen, um uns Möbel zu kaufen, um uns ein Auto zu kaufen.
Schulden zu machen, um ein Haus zu kaufen. Schulden zu machen, um sich eine Waschmaschine oder eine Spülmaschine zu kaufen. Und. Das haben wir gelernt. Das sehen wir als realistisch an. Und wir sehen es als realistisch an, morgens irgendwann aufzustehen, einer Arbeit nachzugehen, die wir uns schönreden. Und das Universum schickt uns immer und immer wieder Botschaften, aber wir haben nicht gelernt, diese wahrzunehmen. Und wenn dann jemand kommt und sagt dir, hey du, in dir sitzt ein einzigartiges Potenzial, du bist einzigartig und du hast Gaben und Stärken und ein eigenes Potenzial in dir, das du verwirklichen kannst, auch jetzt noch, egal wie alt du jetzt bist, du kannst das. Du kannst dir auch ein wunderbares Leben gestalten. Du kannst auch ganz viel Geld in dein Leben ziehen. Dann kommt oftmals so der Gedanke auf, ja, das funktioniert nicht, weil wir das nicht in unserem Bewusstsein drin ist, nicht in unserer Realität, in unserem Umfeld, weil keiner in unserem Umfeld sich ein solches Leben gestaltet. Deshalb stellen wir das in Frage, weil uns das niemand beigebracht hat. Und wenn es dann noch darum geht, in sich selbst, in die eigene Persönlichkeit zu investieren, also keine Schulden zu machen, sondern in sich zu investieren, das hat uns auch niemand beigebracht. Also stellen wir das auch in Frage. Funktioniert das? Ist es das Richtige? Ich kann doch jetzt nicht Geld in mich investieren. Geht ja gar nicht. Und das sind alles so die Dinge, die wir für wahr halten, an die wir glauben. Weil der Mainstream das so macht, weil man uns das so beigebracht hat, weil wir diese Dinge glauben. Und ich habe gestern mit einer Bekannten geschrieben, wo ich mich wirklich sehr gefreut hat, dass sie sich mal wieder gemeldet hat. Wir kennen uns jetzt schon seit 20 Jahren. Und ja, ich weiß von ihr, dass ihr Herz eigentlich etwas ganz anderes möchte, ihre Seele eigentlich mit ihr etwas ganz anderes vorhat, als das, was sie macht. Wir sind da irgendwo, glaube ich, auch noch ein bisschen seelenverwandt. Sie ist genau wie ich Zwilling und wir hatten da viele, als wir uns kennenlernten, gemeinsame Dinge entdeckt, wo wir ähnlich ticken. Und sie hat mir gestern, weil sie mich anscheinend so beobachtet, wo ich so überall unterwegs bin, zu meinem Traumleben gratuliert und so haben wir ein bisschen hin und her geschrieben. Und ich weiß, aufgrund verschiedener Gegebenheiten, auch dem, was sie mir erzählt hat damals, dass sie eigentlich etwas ganz anderes von ihrem Herzen und von ihrer Seele her möchte. Und ich habe dann gestern zurückgeschrieben, was sie dann so macht und wie es ihr geht. Und in einer Situation, bei einer Übung, die wir mal gemacht haben, weiß ich auch noch, dass ihr in einem meditativen Zustand so die Botschaft geschickt wurde, weil so Bilder in ihr aufkamen, wo sie auf der Autobahn in die falsche Richtung unterwegs war, in dieser Übung, die wir gemeinsam gemacht haben. Und da erinnere ich mich so oft dran und habe ich zwischendrin auch immer versucht zu sagen, hey du, denk doch mal an diese Situation, das Universum hat dir da schon eine Botschaft geschickt, du bist in die falsche Richtung unterwegs. Und jetzt ist sie immer noch in diese Richtung unterwegs und das Universum hat ihr so viele Dinge geschickt im Hinblick auf Hautprobleme, die ich ja früher auch hatte. Ich hatte auch mal ganz schlimm Neurodermitis, ich hatte mir die Oberarme blutig gekratzt, nachts, wenn du dann unter der Bettdecke liegst und das juckt so und du kratzt, weil ich einfach einen Job hatte, wo ich mich in meiner Haut nicht wohl gefühlt hatte, in dem Umfeld, in dem ich war. Ich habe mich in meiner Haut nicht wohl gefühlt. Die Seele hat mir diese Botschaften geschickt. Und dann hat sie mir geschrieben, dass sie jetzt auch noch den Fuß gebrochen hatte.
doch immer noch krank geschrieben ist. Und die Gelenke, insbesondere Knie und Füße, da ist die Seele sehr kreativ und dann lässt sie uns halt einfach mal etwas brechen, um zu zeigen, du bist auf dem Holzweg unterwegs. Aber dann sind wir immer noch dazu geneigt, zu sagen, okay, ich habe Gottvertrauen. Das Leben lenkt mich schon, aber halten gleichzeitig an diesen alten Mustern und Strukturen fest und reden es uns auch noch schön. Naja, es gibt ja auch noch Menschen, denen es schlechter geht. Das hat gestern noch mal so ein bisschen mein Herz berührt. Und deshalb habe ich das heute auch hier zum Thema, um dich wirklich wach zu rütteln, dass du wirklich alles, was bislang so in deinem Leben ist und war, auch in deinem Umfeld, du bist ja auf einem anderen Weg, du willst mehr in deinem Leben erreichen. Und das ist auch gut so, sonst wärst du ja nicht hier in der Gruppe. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, mal das alles unter diesen Aspekten zu sehen, was du als normal bislang angesehen hast und was dein Kopf jetzt in Frage stellt und dir vielleicht sagt, das geht nicht, weil und. Dass alles für dich möglich ist, weil du verkörperte Energie der Liebe bist, weil du göttlich bist. Und wenn es auch um das Liebe-Thema Geld geht, da haben wir ja auch ganz viele Themen, dass Geld begrenzt ist, dass ich sparen muss für schlechte Zeiten. Hey, wenn ich spare für schlechte Zeiten, dann wird das Universum mir auch Situationen schicken, schlechte Zeiten zu haben. Das Universum sagt immer, dein Wunsch ist mir Befehl. Und ich erlebe es dann auch immer viele, das sagen, Geld ist nicht wichtig. Geld ist mir nicht wichtig. Ich komme mit ganz wenig Geld aus. Und gleichzeitig, wenn man sich dann mal weiter unterhält, kommen so Dinge hervor wie, ja, ich würde ja gerne einen Beitrag für die Welt leisten, für die Heilung der Welt. Ich würde gerne Technologien auch unterstützen, die ja wohl da sind, aber dass wir die Umwelt nicht mehr so sehr belasten. Ich würde gern Menschen und Kinder, denen es schlechter geht als mir, finanziell unterstützen. Und da spielt doch Geld letzten Endes eine Rolle. Schau mal, wer kann denn wirklich einen richtig guten Beitrag im jetzigen Zeitalter hier zum zur Heilung der Welt, um andere zu unterstützen und um zu inspirieren und um Projekte zu unterstützen, dass einfach weniger produziert wird, was die Welt, unsere Umwelt schädigt und belastet. Wann können wir denn das machen? Das funktioniert nun mal hier mit Geld. Ohne Geld geht halt nichts in der Richtung. Und wir haben nur viele Bewertungen darüber, dass Geld schlecht ist. Geld ist einfach. Geld ist Mittel zum Zweck. Ein Hammer, der ist einfach. Ich kann mit einem Hammer einen Nagel in die Wand schlagen, um ein wunderschönes Bild aufzuhängen, also was Gutes tun. Oder ich kann auch mit einem Hammer einen Menschen verletzen. Der Hammer kann nichts dafür. Es ist nur die Frage, was mache ich mit dem Hammer? Und so ist es auch mit dem Geld und da haben wir einfach ganz viele Prägungen auf uns liegen. Und das Geld ist ja auch einfach da. Es ist immer die Frage, wie sehr öffne ich mich und wie sehr lasse ich es in mein Leben ziehen. Und ich weiß ja sehr genau auch, wovon ich spreche. Es gab Phasen in meinem Leben, wo ich gedacht habe, dieses Thema kriege ich in diesem Leben nicht mehr geheilt und gebacken. Und um es jetzt auch mal noch metaphorisch auszudrücken, auf den Punkt zu bringen, wie wir Menschen agieren, weil dazu gibt es auch ein schönes Sprichwort. Wer von euch hat einen Garten und hat einen Garten schon mal bepflanzt? Schreibt gerne mal ein Ja oder ein Ich ins Kommentarfeld. Und hast du, wenn du schon mal etwas gepflanzt hast, schon mal festgestellt, dass eine Pflanze sich prächtig entwickelt hat?
dass aber andere Pflanzen sich weniger prächtig entwickelt haben. Dann schreib mir auch gerne mal ein Ja. Oder ich. Danke, liebe Evelyn. Und was hast du dann gemacht? Du hast eine andere Pflanze geholt. Oder hast vielleicht die gleiche Pflanze nochmal geholt. Musstest vielleicht nochmal die Erfahrung machen, dass die Pflanze, die du unbedingt dort pflanzen wolltest, wo du es wolltest, dass sie sich dort nicht wohlgefühlt hat und deshalb konnte sie sich nicht entwickeln, weil sie da nicht einen optimalen Nährboden hatte, um sich zu entwickeln. Danke, liebe Hilke. Und dann hast du es eben mit einer anderen Pflanze versucht. Und die hat sich dann plötzlich prächtig entwickelt. Oder du hast bei den anderen Pflanzen geschaut, hast dich erkundigt, was brauchen die zusätzlich an Nährstoffen, dass sie gedeihen können. Und so ist es doch letzten Endes auch im übertragenen Sinne mit unserem Leben. Was braucht es, damit du prächtig gedeihen kannst? Was brauchst du? Was braucht deine Seele? Was braucht dein Körper? Was braucht dein Herz? Und dieses schöne Sprichwort, das es da gibt, wenn das Leben dir Zitronen schickt, du kannst sauer sein, du kannst aber auch Limonade daraus machen. Eine weitere Geschichte dazu, die ich gestern gelesen habe. Es hatte jemand die Idee, Orangensaft zu produzieren und er hat Orangenbäume gekauft und die gepflanzt und sich riesig auf die Ernte schon gefreut und hat dann festgestellt, dass er Zitronenbäume gekauft hatte. Also es sind keine Orangen bei rausgekommen, sondern Zitronen. Und was machen da die meisten? Die machen das Feld platt und vernichten die Zitronenbäume, weil sie sich in den Kopf gesetzt haben, Orangensaft zu produzieren. Die andere Variante, da sind wir nochmal bei dem Eingangsthema, Gottvertrauen zu haben, sich zu fragen, wozu genau ist das jetzt gut, dass ich eigentlich Orangensaft produzieren wollte, aber das Universum mir Zitronenbäume geliefert hat. Ich mache das jetzt nicht platt, sondern schau, was kann ich mit den Zitronen machen? Ich kann Zitronenlimonade machen, ich kann, was weiß ich nicht alles, aus diesen wunderbaren Zitronen herstellen. Das Universum hat mir dann eine Botschaft geschickt, Orangensaft, falscher Weg, mach etwas aus den Zitronen. Und so kannst du aus deinem Leben, aus den Dingen, die dich einfach einzigartig machen, die dich ausmachen, wo das Leben dir Zitronen geschickt hat, deine Einzigartigkeit entdecken und Zitronenlimonade im übertragenen Sinne aus deinem Leben machen. Das Leben schickt dir nichts umsonst, das Leben schickt dir immer Botschaften. Die Frage ist immer, inwieweit bist du bereit, dahin zu schauen? Und zu schauen, wie du aus dem, was das Leben dir schickt, ganz pauschal gesehen, eine wunderbare Pflanze kannst wachsen lassen. Ein wunderbares Produkt, nämlich dein Lebensprodukt, dein Leben gestalten kannst. So wie deine Seele, dein Herz es dir möchten. Denn wenn du bislang nicht auf deinem Seelenplan bist, dann schickt das Universum dir einfach immer Botschaften. Und selbst wenn du dann auf dem Weg bist, auch da gilt es wiederum, diese Botschaften, die das Universum dir schickt, weiter anzunehmen, um dich dann auch eben weiterzuentwickeln. Ja? Das ist so meine Botschaft. Für dich heute, hör dir das Video hier, den Beitrag gern nochmal an und lausch mal nochmal mehr, vielleicht mit dem Herzen hin, mit deiner Seele und lausch gleichzeitig in dich hinein. Welche Botschaft sich gerade heute am heutigen Tag für dich offenbart, welche Botschaft das Universum gerade heute für dich parat hat.
Welches Geschenk? Letzten Endes sind es alles Geschenke, die das Universum uns schickt. Okay, also meine Liebe, hab einen wunderbaren Tag und geh mit der Frage heute gerne mal schwanger. Wer bin ich eigentlich wirklich? Welche Zitronen hat das Leben mir bislang geschickt, die ich so nicht gesehen habe, wo ich jetzt im übertragenen Sinne eine wunderbare Limonade oder Marmelade, was auch immer, also im übertragenen Sinne was ganz Tolles und Süßes draus machen kann. Und dann macht er auch bewusst, dass wir alle, ich, du, andere Dinge gelernt haben, die wir als normal, als realistisch ansehen. Und wenn wir schon im Kindergarten oder in der Schule spätestens gelernt hätten, dass wir wunderbare göttliche Wesen sind, dass wir aus dem Licht und aus der Liebe kommen und dass es hier darum geht, sich zu entwickeln und sich immer zu fragen, was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt? Und so dem großen Ganzen zu dienen, also ein Beitrag zu sein, auf seine eigene Art und Weise. Und dass Geld da auch nur Mittel zum Zweck ist, weil es einfach angenehmer ist, dahin zu investieren, wo man möchte, oder wenn man ja, sich Brötchen kaufen möchte, dass man mit dem Bäcker nicht drüber verhandeln muss, welche Dienstleistung man ihm geben kann, sondern dass Geld in der Richtung eigentlich was Wunderbares ist und Mittel zum Zweck ist. Stell dir mal vor, das hätten wir alle in der Schule gelernt, das eigene Potenzial zu entdecken und nicht irgendeinen Lehrplan zu durchlaufen. Ganz, ganz liebe Grüße, eine liebe Umarmung dieser nachdenklichen Inspiration. Ja, möchte ich es heute dann eben auch beenden und beginne noch heute dein wunderbares Leben zu pflanzen, dein Samenkorn in die Erde zu setzen, was du auf dieser Erde hinterlassen möchtest, was deine Botschaft an die Erde ist, an die Menschen, was du hinterlassen möchtest, okay? Ganz liebe Umarmung. Wir sehen uns morgen früh nochmal um 7:15. Bis dahin. Ciao.